Du sollst nicht helfen, die Rakete irgendwas zu machen, sondern du sollst echt einfach nur helfen, dass die Brücke da erstmal fertig wird, weil die Brücke ist nämlich auch sehr wichtig. Weil sonst, wenn er immer da rumfahren muss, weiß ich, wie auch die Krise kriegen. Neue Planung. Oh, was? Okay, gut, hier war ich ja schon ewig nicht mehr. Huch! Ich bin verwirrt. Also davon muss ich aber eine Rakete vom Mars auswählen. Ja gut, okay, das kann ich auch machen. Also das sollte ja eigentlich nicht so das Problem sein, oder? Und ich würde sagen, können wir auch dann einfach mal hier hin, weil da bekommen wir 100 Eisen. 100, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich brauche eh nicht immer alle Raketen. Also kann ich die eine ja voll tanken lassen. Weil die Touris sowieso alle mit einer. Fliegen die alle mit einer zu? Ich weiß es doch schon wieder nicht. Das ist doch schon wieder doof. Ach, mal gucken. Erstmal möchte ich jetzt das Problem meiner Kolonie in den Griff bekommen. Ich glaube, das ist sinnvoller als andere Sachen jetzt direkt zu bauen und so. Das ist ja auch Quatsch. Das ist ja auch Quatsch. Solange wir hier noch diese Probleme haben und diese Kuppel hier oben so katastrophal ist, weil hier alles kaputt ist und ich hier auch nicht wirklich was habe, machen wir erstmal, kümmern wir uns erstmal darum, dass das hier wieder in Ordnung kommt. Also alles das, was wir hier gebaut haben. Ja. Obwohl, ich muss sagen, mir fällt eigentlich kein Grund ein, warum ich hier nicht schon was bauen soll. Also ich kann hier ja schon mal zumindest Wohngebäude bauen. Und alles, was halt kein Polymer kostet. So. Weil das sollte ja eigentlich an sich nicht das Problem sein, oder ich kann es zumindest schon mal planen. Weil an sich ist das ja nicht so verkehrt, oder ich meine, machen muss ich sowieso irgendwann, ne? Nein, nee, ich warte erst bis die Kuppel fertig ist. Das ist jetzt. Also eigentlich ist das Zeitverschwendung. Weil ich kann hier schon Sachen bauen. Dafür brauche ich Polymere, die habe ich aber noch nicht. Da ich immer meinen Platz habe, kommst du dahin. Die Weltraumbar dahin. Dann hätte ich gerne noch eine Kindertagesstätte. Aber die kann ja ruhig hier hin. Weil ich in dieser Gruppe auch, glaube ich, ganz gerne noch eine Schule hätte. Weil ich denke, das könnte praktisch. Oh, warte mal. Nein, jetzt nur Beton. Okay, Beton ist okay. Wenn ihr nur Beton braucht, ist das okay. Die Schule kann ich sowieso noch nicht bauen, weil ich dafür das grüne Zeug brauche. Die Schule soll dann dahin. Und dann. Bekommt ihr noch ein Lebensmittelgeschäft. Und weil es natürlich so schön ist, bekommt ihr auch noch eine Parkanlage. Und zwar bekommt ihr den Steingarten. Das ist zumindest die erste Hälfte geplant, ne? Also,
da muss ich halt gucken, was die für Bedürfnisse noch haben. Weil ich habe ja, wie gesagt, Platz habe ich eigentlich echt viel. Also ich kann sehr viel mit den Kuppeln machen, ich kann sehr viel in Kuppeln noch bauen. Aber ich finde das eigentlich, ich finde es eigentlich richtig cool, dass das alles so zusammenhängt irgendwie. Das ist so, ja, man muss das nicht so bauen, das weiß ich auch. Ich kann das auch, könnte natürlich easy hier eine neue Basis aufbauen, hätte ich Betonprobleme, hätte ich nicht mehr, indem ich einfach von danach da schicke und so. Aber ich finde das irgendwie, klar, es ist schwerer, es ist herausfordernder. Aber ich finde es irgendwie auch einfach schöner, wenn das alles zusammenhängt, alles so in einem zusammenhängenden Kontext sich abspielt, sage ich jetzt mal. Also es ist wirklich alles so miteinander verknüpft ist und weil wenn man auf dem Mars wohnt oder so, wenn man auf dem Mars zieht, würde ich halt auch irgendwie sowas erwarten, ne? Also ich würde da nicht erwarten, dass da nicht schon alles fertig ist. Also beziehungsweise dann würde ich auch erwarten, dass es eine Basis ist und ich dann nicht irgendwie, wenn mein Freund da in der anderen ist, dann irgendwie da so Probleme habe. Ich meine, es werden sowieso, vermutlich wird Schokoriegel Alpha ja sowieso wie heißt es, zwei große haben hier unten, werde ich auch noch bauen. Also ich werde ja hier oben, das ist ja wahrscheinlich noch so eins, zwei. Es wird auch noch ein bisschen länger dauern, bis das hier alles ist, aber hier unten kommt ja wahrscheinlich eine zweite Kolonie hin, sozusagen, ne, die ein bisschen getrennt von der hier ist. Hm. Wenn ich denn überhaupt so weit komme, ich weiß ja nicht, was noch alles passiert. Ich rede jetzt hier so von Zukunftsplänen und ich weiß aber ja gar nicht, inwiefern das möglich ist. Das ist ja immer so eine Sache, ne? Wenn ich das jetzt anmache, geht wahrscheinlich der Wasserverbrauch hoch, ne? Dieser Kommandeur darf bitte einmal ein bisschen nach da fahren. Und ich brauche einmal noch ein kleines bisschen Metall. Bitte. So, und jetzt nehme ich direkt die nächste Passagierrakete, die order ich direkt. Keine Spezialisierung ist okay. Überleben, wie gesagt, keine ist okay. Geologen sind immer gern gesehen. Keine Spezialisierung ist okay. Dich brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das ist auch immer okay. Ja, Wissenschaftler sind eigentlich auch nicht schlecht, ne? Nehmen wir noch einen Wissenschaftler, der kann auch noch ruhig mitkommen. Nicht so das Problem. Zack, 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 zack. Einmal alles saven. Jetzt gucken wir mal, was hier noch für Mediziner sind. Weil ich möchte, dass das jetzt so eine Rakete wird, die halt vielleicht mal wieder ein bisschen weniger Touris beinhaltet, sondern vielleicht so ein bisschen mehr auf das Ganze zugeschnitten ist, wieder auf das, was ich denn überhaupt brauche. Ja, verdammt. Ich weiß, das ist jetzt blöd, aber dafür brauche ich Geologen. Okay. Ist jetzt alles weg? Ne, ist nicht alles weg. Okay, gut. Du bist weg, ja. Kein ist okay. Kein ist okay. Du darfst auch mit. Du darfst auch mit. Du darfst auch mit. Du darfst auch mit. Du darfst nicht mit. Du darfst nicht mit. Jetzt warte mal, jetzt einmal hier den. Hatte eben doch hier so einen Mediziner. Den würde ich gerne wieder haben, weil der war. Wo ist er? Ich hoffe, das ändert sich nicht jedes Mal, das wäre schlecht. Ist der nach ganz unten gerutscht? Mediziner, willst du das? Nee. Oh, ich habe auch nicht auf die Nationalität geguckt.
Weil eigentlich würde ich ja jetzt dem gleichen nochmal die Chance geben, weil der hat sich ja eigentlich. Ah, das war der, genau. Weil eigentlich hatte er sich ja qualifiziert. Ich habe ja dann nur im Nachhinein gesagt, ja, vielleicht nicht unbedingt. Aber ich hätte gerne noch Geologen. Weil Geologen jetzt dann wieder praktisch werden, wenn die dann auf jeden Fall schon da sind, wenn man sie denn braucht. Botaniker, wie viele Botaniker habe ich jetzt gerade an Bord? Keine, dann nehmen wir auch mal einen mit, dann kann ich vielleicht noch mal ein bisschen was Botanisches machen. Ja, es ist auch okay. Dann starten wir die Bounty auf, von der Erde auch. Und holen uns weitere Menschies auf dem Mars. Die Brücke ist fertig. Kannst du wieder nach hier hinfahren. Mit deinen Drohnen das hier unterstützen, alles so ein bisschen. Da ist gleich wieder was fertig, auf jeden Fall. Jetzt habe ich dich wieder das ganze Eisen einsammeln lassen, weil ich ewig lange gebraucht habe zum Leute auswählen, die auf den Mars dürfen. Ich bin da ja sehr wählerisch. Laden wir mal wieder ein bisschen was ab. So viel sollen die da oben nicht bekommen. Die sollen auch ein bisschen was bekommen, weil das brauchen die halt einfach auch. Aber nicht alles. Die bekommen erstmal wieder nur 10. Weil dafür ist hier oben halt gerade einfach nicht wichtig genug. Das klingt so hart, aber es ist halt so. So, wie sieht das hier aus? 2 von 10 noch, das ist natürlich nicht so gut. Produziert mal schneller hier, ihr. Die Rakete landet natürlich dann hier, ist ja klar. Ich würde, glaube ich, gerne einfach direkt noch eine ordern, weil 26 ist auf jeden Fall zweimal, also kann ich direkt noch welche holen. Ich hätte gerne Wissenschaftler, ist okay, dieses Mal wieder, weil ich werde noch einen Wissenschaftslab. Du bist nicht okay. Aber ich mach's ganz wieder, ich mach's ganz aus der Liste hier, das ist, glaube ich, sinnvoller. Wissenschaftler kommen auf jeden Fall mit. Ingenieure könnte ich auch noch gebrauchen. Machen wir jetzt vielleicht wieder sowas, so ein bisschen was Gemischtes. Dass ich sozusagen von allem so ein bisschen mitnehme. Weil ich glaube, dass es sinnvoll ist, wenn ich jetzt wieder so ein bisschen was Bunteres mache. Nitori möchte ich jetzt gerade tatsächlich nicht. Ich möchte eher Leute haben, mit denen ich arbeiten kann. Ich hätte gerne noch Offiziere. Gibt es davon auch noch welche unter den Bewerbern? Ja, da ist noch einer. Vielfraß, nee, das ist doof. Vielfraß nehme ich nicht. Nicht jetzt. Ich bin gerade nicht auf Vielfräse angedacht. Einzelgänger ist schlecht, weil die Kolonie halt jetzt relativ groß ist inzwischen. Aber Mediziner sind echt nicht viele, ne? Das ist immer, muss man mal aufpassen. Du bist dann nur so ein Tourist, der ist wohl okay. Wie viele Botaniker habe ich? Zwei. Dann immer noch Wissenschaftler. Wissenschaftler habe ich davon noch gar nicht drin. Also beziehungsweise erst einen. Gucken wir uns mal nochmal ein paar Wissenschaftler an. Nee, 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 nee. Auch Wissenschaftler dürfen keine Alkoholiker sein bei mir. Nee, du bist Einziger, ist auch schlecht. Religiös ist vollkommen okay, das ist. Akzeptiere ich, dann darfst du noch mitkommen.
haben wir drei Wissenschaftler. Ich könnte halt eigentlich, aber hier sind auch nicht so viele Arten zur Auswahl. Ingenieure habe ich halt super viele. Ah, nehmen wir noch keine Spezialisierung mit hier, komm. Die ersten, die mich richtig gut ansprechen, die nehme ich jetzt noch mit. Oder, keine Ahnung. Aber irgendwelche kommen. Wir nehmen irgendwelche. Nehmen wir dich und. Dich. Und dann starten wir auch die Rakete. Ich bin gespannt, was daraus jetzt wird. Klar, ich habe jetzt auch schon daran gedacht, weil dafür brauche ich ja auch dann die entsprechenden Geologen. Aber das sollte ja eigentlich nicht so das Problem sein, hoffe ich. So, hier haben wir jetzt auch schon drei. Jetzt kümmern wir uns mal darum, dass... wie sind da sechs hingekommen? Irgendwelche Drohnen scheinen das zu bedienen. Ich weiß noch nicht, welche Drohnen das bedienen. Das ist von der Rakete hier. Die Rakete ist so groß, ja, tatsächlich. Die könnte da echt noch dran kommen, ne? Bin mal gespannt, wie das nachher aussieht. Offensichtlich wird ja daran irgendwie gearbeitet. Ich weiß zwar nicht von welchen Drohnen genau, aber es wird von Drohnen dran gearbeitet. Und das sollte reichen. Warum ist die Kuppel außer Betrieb? Diese Kuppel kann außer Betrieb gehen. Die braucht Beton. Du brauchst Maschinenteile. Sind da keine Maschinenteile? Ich hab das leider doch hier. Ich hab doch hier bedient. Gut, okay. Dann sind da gerade leider keine Maschinenteile. Hier sind aber Maschinenteile. Einen Moment, und jetzt nehmen wir aber nur 5 Stück. Und die werden nach oben gebracht und dann kann da auch der Beton gemacht werden. Dann kann das alles repariert werden. Wir sind hier ja nicht hier, dass das hier nicht alles... Ich bin ja auch daran interessiert, dass hier die Menschen leben können, ne? Ja, ich muss die Kuppel halt anmachen, ne? Sonst geht die Arbeitslosenquote zu sehr hoch, auch wenn die Kuppel nicht schön ist. Ja, ich... Wir sind dabei, das alles zu machen, Leute. Es wird alles gerade gebaut und getan und wir sind auch hier echt am rotieren. So, hierfür brauche ich mehr Eisen hier oben. Boah, Eisen habe ich doch hier oben. Ah, ich wollte gerade sagen, da sind doch welche, die fahren da auf jeden Fall hin. Das heißt, du kannst gleich nochmal ein bisschen Eisen laden, auf jeden Fall. Nochmal 10 Einheiten oder so. Wenn du gleich sowieso hier unten bist. Da warte ich aber erst, bis du das andere geladen hast, weil ich ja nicht genau weiß, wie lange das dauert. Hier sind auch schon wieder 3 drin. Ist jetzt ein schleichender Prozess, aber das ist nicht so schlimm, weil die Raketen kommen ja auch an. Ich mache mich um hier oben halt so ein bisschen Sorgen, ne? So, weil meine Wasserproduktion hier oben steht halt faktisch gerade. Aber wenn der dran... Du kannst auch über die Brücken fahren, das ist vielleicht kürzer, obwohl du fährst wahrscheinlich, wenn der fährt da und dann... Na gut, okay, vielleicht fährst du doch den kürzesten. Ne, ist mir auch egal. Du machst das schon. Leute, alles gut. Ihr müsst einfach lernen zu chillen. Unser Wasservorrat reicht noch für ganze 2 Tage. So lange dauert das nicht. Ja, die sind immer low, die Ressourcen. Das brauchst du mir nicht sagen. Das weiß ich auch so. Und genau, und jetzt lädst du bitte noch ein... Zehnmal Metall.
Ja, wird gemacht. Alles gut hier. Die Ressourcen sind auf dem Wege. Also keine Panik, nur weil hier gerade ein bisschen knapp wird. Alles unter Kontrolle. Strom wird halt auch langsam knapp, weil da oben Maschinenteile fehlen. Die ja aber auch jetzt geliefert werden. Zumindest nicht viele, aber ein paar. Ich muss mit denen halt, das Problem ist halt, ich kann im Moment nicht so viel machen, weil ich muss mit denen halt echt auskommen, bis das hier alles fertig ist. Und erst wenn das alles fertig ist, dann kann ich sagen, okay, wir schließen alles wieder an. Vorher klappt das leider nicht. Die Raketen brauche ich auch alle auf dem Mars jetzt, weil ich ja die Drohnen brauche überall. Das heißt, die eine werde ich hier landen lassen und die andere hier. Dann ist wieder alles mit Drohnen versorgt und können wenigstens die Drohnen die Sachen reparieren. Ich habe hier nicht so viel davon. Wie viel habe ich davon? Noch 20 Stück. Die sind halt auch schneller alle, als ich gucken kann jetzt gleich wahrscheinlich, ne? Aber das ist dann halt so. Ich speichere jetzt auf jeden Fall erstmal ab. Unter Schokoriegel Alpha. Unter dem normalen Spielstand. Und ich würde sagen, an dieser Stelle ist es auch eigentlich ganz gut, wenn wir sagen, okay, wir wissen jetzt, was wir machen müssen. Wir sind gerade in einer schwierigen Situation. Wir machen dann nächste Woche weiter an dieser Stelle. Genau, das werde ich auch tun. Ich bedanke mich bei euch für den schönen Stream. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Achso, warte mal, jetzt bin ich im falschen Modus. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nächstes Mal werden wir dann gucken, dass wir die Lebenserhaltung weiter in Gang bekommen. Und den ganzen Kram, dass wir dann endlich die Edelmetalle abbauen. Aber da sind wir ja kurz davor. Da werden wir dann auch die neuen Kolonisten bei uns begrüßen dürfen, beziehungsweise auf Schokorügel Alpha. Ja, ich freue mich auf den nächsten Stream. Ich gucke jetzt mal, ob ich euch noch weiterschicken kann. Ich glaube aber nicht, dass jemand gerade live ist. Aber, naja, ich sag jetzt mal so, gucken schadet ja auf jeden Fall nicht. Mal gucken, ist jemand live, an den ich euch weitergeben kann. Ja, rein theoretisch kann ich das, aber das möchte ich, glaube ich, an die Leute nicht, die gerade live sind. Und bzw. das mache ich jetzt nicht. Ich gebe euch jetzt nicht weiter. Ich beende den Stream an dieser Stelle, bin damit raus und sage bye bye.